Heute bleiben sie draußen. Okay. Hier haben wir unser Flieg und Sieg. Hier haben wir unser Schlachtfeld. Ach so, wir haben noch gesagt, wir hätten gerne einen gammeligen Pool. Das ist ein Ding, das brauchen wir auch ganz dringend. Also es ist sowas, das ist ja, unvermeidbar. Wenn ich es finden würde, da haben wir es. Der ist so schön. So gammelig ist er doch gar nicht. Ja, passt schon. Warte, wir können doch bestimmt so Erde oder irgendwas da unten reinmachen, dass es so richtig bock aussieht, oder? Schien es hier. That's what we want. Da! Sehr schön. Ganz genau. Jetzt können wir hier noch so einen schönen, eine schöne Poolwand hinmachen. So, schaut mal. Es sieht gleich ganz anders aus. Aber gönn doch mal. Oh mein Gott, mein Sim fühlt sich jetzt schon nicht gut. Ja, wir lassen die auch ihr Ding machen. Also die haben hier ihre Feuerstellen, die spielen Basketball und können natürlich auch, ja, überall reingucken, ja. Welche Marke ist bekannt für Zitronenlimonade? Ich kann nicht mein Tod sein, bin schon in... und hab's überlebt. Ja. Ja. Und die spielen dann halt gegeneinander und die, die halt verlieren, fliegen raus. Da möchte ich gerne schwimmen. Ja? Ist kein Problem, Chiron. Diesen Wunsch erfülle ich dir. Hier, guck mal. Nackt baden gehst du gleich. Oh, Attraktivitätsalarm. Oh mein Gott. Leute, wir müssen ganz kurz diese Attraktivitätsalarm-Dinger checken. Wo? Oh, Chiron steht auf Bree. Hugo Boschi steht auf Leandra. Und das war's. wartet. Leandra steht auch auf Hugo Bossi. Love Story vielleicht? Wartet. Sid steht auch auf Bree. Sid steht auch auf Bree. Wartet. Hugo Bossi. Jen steht auch auf Hugo Bossi. Chris möchte zocken. Ja, glaube ich dir, Chris. Das ist auch so dein Ding. Wartet. Dinge passieren. Man weiß aber nicht, was es ist. Chris steht auf Angie. Death Punch steht auf Felicia. Okay. Okay, und ansonsten sieht es so aus, als wäre die Sache gelaufen. Sehr schön. So, wir lernen unsere Sachen aus. Deswegen waren Bree und Jerome alleine. Wahrscheinlich. Endlich bin ich auch mal Single. Bin ich nicht mal Single. Okay. Anita hat sich bei der Verwendung des Objekts so ungeschickt angestellt, dass es kaputt gegangen ist. Ist das dein Ernst? Anitini. Sie schwimmt einfach nackt. Leute. Ich bleib für immer Single. Wie sieht es aus? Wer soll gegen wen kämpfen? Wer soll in den Ring? Hallo, Jonas. Nixi, ich will schwimmen. Oh mein Gott, Jaden. Denkt an die Worte, ja? Also es gibt immer noch Worte, die ich sag. Und ich habe bis jetzt noch keins gesagt. Aber, guck mal, Jaden will mit Nixi plaudern. Was ist das für eine Gruppe? Ich bin am Grillen. Was ist denn das für eine Gruppe? Hallo? Hey, Natur! Du gegen Grill. Pass auf, weil, wisst ihr, was wir machen? Es sind ja im Prinzip 24 Sims. Ihr nennt mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und... Ist doch 24, oder? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Genau. Eine Zahl zwischen 1 und 24. Oder das ist eine gute Zahl. Chris, haben wir einen Zufallsgenerator oder sowas? Gibt es das am Handy? Zufallsgenerator. Zufallsgenerator. Ja. 13. 13 war es zweimal schon. Dann nehmen wir die 13. Ich habe keine Siri. So.
mindestens 1, maximal 24 generieren die 17. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ja, also Death Punch gegen die 9. 2, 4, 6, 8 gegen Sharom. Die 9, ganz genau. Puh, knapp. Okay, also Sharom und Death Punch. Was sollen sie machen? Wir nehmen einfach auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gell? 11. 11 müsste hinkommen. Okay. Also, eine Zahl zwischen 1 und 11. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 genau. Angie, 8. Das bedeutet, Jerome und Death Punch spielen jetzt gemeinsam mit Death Punch. Ich hoffe, wir können jetzt auswählen. Nee, können wir nicht. Müssen wir erst kennenlernen. Wo bist du denn, Jerome? Wo ist er? Da, okay. Also, wir stellen uns mal vor. Steht einfach immer noch nackt da, Jerome, Alter. Wie gut, freundlich. Kennenlernen. Und dann spielen sie zusammen Schach. Das wäre witzig. Das wäre sehr witzig, Clary. Hammer. So. Und redet mit Nico. Nackt. Nackt. Sehr schön. Nackt. Yay. Spielen mit. Jetzt können wir es doch bestimmt. Leute, es geht los. Das erste Game zwischen den Sims beginnt. Es ist nicht einfach immer noch nackt. Darf ich vorher was anziehen? Nee. Nee. Blush begun. Wer gewinnt? Sharom? Oder Death Punch? Wer gewinnt? Marosi, die nackt. Was ist denn da los? Das ist doch nicht bei Naked Attraction. Ah, Nixi. Oh mein Gott. Wer gewinnt Schach, Leute? Wer gewinnt Schach? Ich hab ein bisschen Angst, Leute. Ich hab Angst. Dü-dü. Oh Gott, sie lernen einfach so viel. Nicht bei Naked Attraction. So gut, so gut. Eieieiei. Das nächste Mal vielleicht nicht ganz so lang die Abstimmung. Es ist zu lang, wenn wir schon was ausgewählt haben dann. Beziehungsweise früher beginnen. Sonst warten wir zu lang. Viel Glück euch beiden. Ganz genau, viel Glück. Alles gut. Alles gut. Haut die Punkte rein. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Oh Gott, frieren tun sie auch schon. Viel Glück. Vielleicht beim nächsten 2-Stunden-Stream. Naked Attraction, Nixi! Also jetzt wird's wild. Also jetzt wird's schon wild, Nixi, gell? Es wird wild, meine Liebe. Es wird wild. Viel Glück. Ganz viel Glück. Oh, und es ist auch ziemlich... Oh, wer hat denn jetzt bitte 20.000 Punkte reingehauen? Wer hat denn 20.000 Punkte reingehauen? Oha. Auf geht's. Wer gewinnt? Yo. Eieieiei. Oh, Sharom überlegt. Überlegt, ist ganz nervös. Ganz nervös. Ich bin voll mit aufgeregt, oh mein Gott. Die Konzentration ist da. Er sieht nicht besonders glücklich aus. Er ist nicht besonders glücklich mit der Situation. Ja, ja. Und? Oh, Sharom schimpft. Oh. Ich dachte,
er schummelt. Ich dachte, er schummelt. Nackt und nervös. Nackt wäre ich auch nervös. Oh, oh, ich glaube, ihm ist eher kalt. Ja. Ein bisschen kühl nur. Bisschen. Ich weiß, war nur Spaß gemeint. Lenkt ab, aber sehr gut. Ja, ja. Ablenkung ist da. Oh, Attraktivitätsalarm. Julia steht auf Pui. Tia Banda Bollocke. Okay, und wer hat jetzt gewonnen? Wer hat jetzt gewonnen? Aha. Schachchampion wegen Schachsieg. Da-da-da-da-da-da-da-da. Wenn eine nackte Dame vor ihm sitzt, wie soll er sich da konzentrieren? Ja, er ist raus. Er hat leider verloren. Oh mein Gott, er war richtig mad. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Kann man das nicht hier, Sim-Info, cheaten? Älter werden, bla bla bla, okkulte Formen. Karriere hinzufügen. Strafe? Fernsehverbot! Das ist die Strafe. Geht es nicht so? 4300 Leute habt ihr abgestaubt. Wer hat denn von euch 20.000 reingehauen? Ging das nicht so? Kann man nicht so Sims umbringen? Cheat-Sammlung. Nee. Leben nehmen, hier. Oh. Ah, hier. Ableben durch Gift, Fliegen, Erfrieren, Blitzeinschlag, Ableben durch Absturz, Ableben durch Mutterpflanze, Ableben durch Meteorit, Ableben durch Huhn. Ich habe 1000 gesetzt und jetzt 14.000 bekommen. Oh mein Gott. Fernsehverbot. Erfrieren. Erfrieren ist gut. Ertrinken. Ein letaler Lachanfall. Schrankbett. Boshaftes Kellerkaninchen. Passiert dann da auch was? Oder Ableben durch Erfrieren? Ich hoffe es. Ja, so wollte ich das. Huhn finde ich gut. Er war einfach zu cool. Der Ocheron rennt einfach nackt weg. Bitte einen traurigen Schmeili, bitte. Oh, oh, oh. Der Sensenmann ist da. Ach du Gott, es leckt gerade im Spiel. Death is death. Die dachten sich, nee, nee, damit man denkt, dass ich das war, hau ich ab. Nein, 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 nein. Oh, Anita und hat gewonnen gegen die Lene. Eigentlich brauchen wir traurige Musik, ne? Wartet. Wartet. Traurige Musik. Copyright free. Trauriges Piano. Traurige Musik. Ist das gut?
Die Nummer 1 ist raus! Wir brauchen einen Friedhof. So, die Schweigeminute ist vorbei. Die Party geht weiter. Leute! Simsebiene verräumt jetzt hier mal im Schachtteil, wo er gestorben ist, im Prinzip den, Du musst einfach noch nackt. Den Grabstein oder dein, wo der immer gestorben ist. Ganz genau, Gurki! Brauchen wir wirklich, haben wir ja. Jetzt immer da, wo sie gestorben sind, in dem Abteil. Warum meinst du die ganze Zeit nackt? Der Clip ist lustig. Echt? Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Wollt ihr den Clip angucken? Ist einfach zu cool. Warte. There we are. Er war einfach zu cool. Im Hintergrund so ciao, ciao. Sehr geil, sehr geil. Jerome stirbt gleich auch. Kann ich leider nichts machen. Wenn Jerome stirbt, dann ist es leider so, Freunde der Sonne, ne? Ich erfriere gleich, wenn die sich nicht mehr anzieht. Ach so! Ja. Lädt es jetzt auch? Outfit ändern. Ich ziehe sie an. Wir hoffen mal, dass es jetzt auch funktioniert. It is what it is. Wap, wap. Da, die, di, da, da. Wir wissen, was ich mache. Beruhigt euch. Beruhigt euch. Black. Nixie. Oh mein Gott. Also der Sensemann chillt noch ein bisschen mit uns. Juli will wissen, was sie macht. Bin ich jetzt erschrocken. Juli, wo bist du? Juli, ich finde dich nicht. Du hast, ich glaube, du hast dein unique Outfit ausgezogen. Jetzt finde ich dich nicht mehr. Wie? Juli, da! Da bist du doch! Ich spiel Schach! Beruhig dich, ich spiel Schach! Okay! Sensmann braucht gar nicht weg, der kann direkt bei uns bleiben! Ja, Angie! Jaden! Ich komm und mach jetzt einen Überfall! Was ist denn das? Ja, ja! So. Sensi kann gleich da bleiben. Mhm. Kann der Sensmann mitmachen, bitte? Er muss nichts gewinnen. Nee, der macht jetzt nicht mit, weil sonst ist ja einer rausgeflogen, die arme Sau. Und jetzt kommt ein anderer und macht einfach mit dafür. Kommel. Die sind da nächtigen. Ich lieb's, okay? Oh, hier gibt's sogar einen Techtelmechtelbusch. Ey, da geht ja sogar, die kann ja sogar die Luzi gehen. Ableben durch Erfrieren. Liv braucht warme Kleidung. Oh oh. Sollen wir Liv anziehen? Oder sollen wir sagen, Pech gehabt? Oh oh. Sollen wir sagen, Pech gehabt oder sollen wir sie anziehen? Sie steht da und heult. Ich würde sagen, wir ziehen sie schon an, weil es ist ja schon Kleidung aus dem. Überfall. Ja. Leute, ihr solltet vielleicht dran denken, dass es immer noch Worte gibt, die wir suchen. Nee, das ist doch sonst gemein, wenn dann alle anziehen. Oh. Nee, erst wenn es zu Erfrieren kommt. Davor haben sie ja selbst die Möglichkeit, sich anzuziehen. Also, machen wir wieder eine Zahl zwischen 1 und 11 als erstes. Die 10. Die 10 ist, wir spielen Ping-Pong. Das bedeutet, es gibt zwei... Heißt doch Tischtennis. Ja, das bedeutet, es gibt Zweierteams. Wir können Zweierteams machen. Ja? Das heißt, wir spielen Saftpong mit einem Teamkollegen.
Ja, also wir spielen Zweierteams. So. Und das heißt, wir würfeln jetzt die vier Leute aus und ihr könnt dann entscheiden, welche Teams es gibt, ja? So, eins und es sind ja nur noch 23. Die zwei. Eins, zwei. Die Samsbiene. Mit der 21. Mit Anita. Anitini und Simsebiene sind in einem Team. Safranger gegen. Wie geht denn das? Kann man das nicht irgendwie mit Teamkollegen spielen und dann gegen? Wartet. Wo ist sie denn, die Anitini? Geht doch, oder? Wenn ich und Shaden sind, dann will ich mit ihr. Geht doch, oder? War das nicht so? Warte mal, wo ist denn Anitini? Anitini? Irgendwer kauft die ganze Zeit mit. Da! Gegen, genau. So. Wir spielen gegen die 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fusselwuschel. Und. Wieder die 21. Die 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wer ist das? Lene, gell? Es ist Lene. Gegen Lene, ja. Foto gegen Lene. So, ja. Genau. Okay. So hat sich das jetzt ausgedreht. Fräulein Gaming, herzlich willkommen. Du bist so schön, dass du da bist. Es geht dir gut, Hallöchen. Und vielen Dank für dein Follow. Ein Herzchen und ein Küsschen an dich, Hallöchen. Puh. Welches Team gewinnt, Leute? Wir haben jetzt das Team... Fusselwuschel und Lene und wir haben Anitini und wer war's? Simsebiene. Simsebiene und Anitini gegen Fussel und die Lene. Abstimmung, Leute, Abstimmung. Hört ihr den Sound, den Follow-Sound und alles gut? Kann mir da der Mods mal bitte einer schnell antworten, weil ich höre den fast gar nicht mehr. Also wenn ich das so eingestellt lasse, dann... Laurin, hallo! Schön, dass du schreibst. Wie geht's dir? Hallöchen! Hi! Bierpong! Oh yes! Jo, alles gut. Weil ich höre den fast gar nicht. Es ist mega leise bei mir. Ich mache das jetzt ein bisschen, also ich mache das jetzt wieder zurück, weil es muss ehrlich sagen, stört mich sonst, weil ich bekomme von den Sounds überhaupt nichts mit. So. Jetzt müsste es passen, oder? Musik übertönt die Alerts. Vielen Dank, Nixi. Das, ne? Sag jetzt nix. Test. Besser? Besser? So? Ja, besser. Vielen Dank, Nixi. Ja, Musik kann jetzt aber wieder ein bisschen lauter. So. Also, wer gewinnt? Los geht's. Oh oh. Menschi Kabula, Bippidi Babidi Boo. Fügt sie zusammen und macht was daraus. Bippidi Babidi, Bippidi Babidi, Bippidi Babidi aus. Ah, vielen Dank fürs Bippidi, Jule. Vielen Dank. Oh oh, es wird spannend, Leute. Wir dürfen hier nicht abgelenkt sein. Wir dürfen nicht abgelenkt sein. Viel Glück euch vier. Viel Glück. Viel Glück, es geht ab in the Club. Es geht ab in the Club. Die Lene ist dran. Trifft die Lene. Die Lene, die Lene, die Lene. Vorbei. Oh, es steht immer noch 4-4. 4-4, Sharon, danke für aus. Dankeschön. Alle Becher sind noch da. Anitini kommt. Anitini. Und Easy Peasy Lemon Squeezy trifft sie einfach. Fussel muss trinken. Fussel trinkt, Fussel ist dran. Trifft sie, holt sie den Ausgleich, easy. Fussel holt den Ausgleich, Leute. Sie holt den Ausgleich. Simsebiene ist immer noch absolut sad, muss jetzt trinken. Und
Schaffst du's? Bienchen, wie sieht's aus? Easy! 2-3 für Bienchen und Anitini. Für Bienchen und Anitini. 2-3. Lene trinkt wieder. Lene trinkt. Und? Lene hat leider nicht getroffen. Sie hat den Ausgleich nicht holen können. Sie hat den Ausgleich nicht geholt. Und? Und? Anitini wirft hinter sich. Oh. Sie können auch nicht zum Matchball vordringen. Ja, das bedeutet, wir sind immer noch bei 2-3. Fussel ist dran. Ich, die sich gerade fragt, was die anderen machen und auch nackt rumlaufen. Fussel hat auch nicht getroffen. Fussel hat nicht getroffen, hab's nicht gesehen. Ich habe weggeguckt. Doch, Fussel hat getroffen. Fussel hat getroffen. Ausgleich. 2-2, ja. Simsebiene trinkt aus. Simsebiene ist dran. Und wirft hinter sich. Oh mein Gott. Möchtest du nicht einen Job als Sportmoderatorin machen? Nein. Lebe noch. Ja. Simsebiene hat hinter sich getroffen. Die Situation trifft sie schwer. Nicht nur der Tod eines Freundes, sondern auch, dass sie nicht getroffen hat. Lene holt den Matchball. Matchball für Lene und Fusselchen. Ja, Anitini trinkt. Ist das jetzt der Ausgleich? Anitini und... Oh, vorbei! Fussel und Lene sind jetzt in Führung. Treffen sie das letzte Glas und lassen so mit Anitini und Simsebiene gegeneinander. Nein! Fussel trifft nicht. Anitini und Simsebiene haben immer noch die Chance zu gewinnen. Holen sie den Ausgleich. Simsebiene wirft. Konzentration. Und wieder nach hinten geworfen. Simsebiene! No! Anitini ist dran. Anitini friert. Ich ziehe Anitini mal an. Ja, nicht, dass sie uns einfach wegstirbt. Das wollen wir nicht. Outfit ändern. Einmal bitte warmes Outfit tragen, Girl. Und wir speichern natürlich zwischendrin, damit die Situation nicht eskalativ wird. Und dann bin endlich wieder zu Hause. Lilly, Baby, schön, dass du da bist. Matchball. Haha, ihr schafft das. Oh no. Und trifft. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Es geht weiter. Wir speichern. Und weiter geht's. Die Lene ist dran. Trifft Lene. Und Lene trifft. Fussel und Lene sind raus und haben das Spiel gewonnen. Somit sind Anitini und Simsebiene in einem Match gegeneinander. Das müssen sie jetzt machen. So. Die Lene und Fusselwuschel können sich jetzt weiterhin denken, so, okay, ciao, wir machen uns noch ein sexy Live. Und Anitini und Simsebiene müssen jetzt gegeneinander kämpfen. Anitini, Simsebiene, seid ihr da? Ciao, Kakao. Ich zähle nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sind sogar, oder? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sind sogar. Ist Anitini oder Simsebiene da? Ja, hab fast 30.000 Sandkörner. Hey, du räumst heute ab. Yay! Juli, sehr schön, dass ihr euch freut. Keiner mehr da. Schlecht. Na, Sichi. Gut. Dann lasse ich jetzt den Zufallsgenerator entscheiden. Sonst hätten jetzt Anitini und Simsebiene entscheiden können. Das sind ja noch zwei Sportgeräte, aber die Sportgeräte zählen ja nicht. Also die kann man ja nichts machen. So, die 5. 1, 2, 3, 4, 5. Basketball. So. Anitini und Simsebiene. Herausforderung. Die Simsebiene. Auf geht's. Outfit ändern. Ja, das darfst du. Los geht's. Wer wird weiterkommen? Ist das zum Chillen? Ja. Meine pieselt sich gleich. Anitini, du bist ja doch da. Ich hätte dich gefragt, welche Zahl zwischen 1 und 12. Dann hättest du entscheiden können, was sie im Prinzip machen. Willst du noch eine Zahl sagen zwischen 1 und 12? Wenn dann, jetzt schnell. Anitini. Fünf, vier, drei,
zwei, eins. Ah, zu spät. Ist schon zu spät. Ist schon zu spät. Anitini hat abgebrochen. Anitini so, nö, ich gehe Pipi machen, sehe überhaupt nicht ein. Schafft sie es? Sie schafft's. Anitini hat es geschafft. Findest du eigentlich, dass das Werwolf-Pack lohnt? Überleg es mir zu kaufen. Ist egal, okay. Also, Herausforderung. Simsebiene, los geht's. Das Gameplay ist toll. Ich mag auch die Cars und die Baumodus-Objekte, absolut. Aber was ich, wieso ist sie traurig? So widerlich, weil öffentliche Toilette benutzt hat. Oh no! Was mir halt gar nicht gefällt, ist der Look der Werwölfe. Aber das ist halt... Aber das ist halt... Geschmackssache. So, Anitini gegen Simsebiene im 1 gegen 1 im Basketball. Wer gewinnt das Basketball-Match? So. Sie freuen sich noch? Sie freuen sich noch? Ja, sehe ich aber auch so, ja... Simsebiene ist am Ball. Trifft sie? Ja, sie trifft. Meinst du, sie rochen mit ihren Gesichtern? Ganz genau, Black Beauty. Die rochen. Die rochen. Anitini, Anitini und... Sie trifft auch. Simsebiene for the win. Beide bis jetzt immer getroffen, oder? Haben sie beide bis jetzt getroffen? Ich mag den Baumodus wie die Möbel vom Werwolf Pack. Ich auch, absolut. Und auch getroffen. Oh, 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 oh. Gibt es ein Unentschieden? Kann es ein Unentschieden geben? Ich bin mir nicht sicher. Oh, oh. Und? Schon wieder getroffen. Eine Teenie schon wieder getroffen. Wild. Wild, wild. Klamotten und Haare finde ich auch nicht schlecht. Ja, sind schön, sind schön. Oh nein. Frustrierende Niederlage. Anitini hat verloren. Anitini ist raus. Sie hat verloren. Anitini. Du hast gesagt, du willst durch Peinlichkeit. Ich genieße hier voll die Show, liege hier und esse nebenbei Gummibärchen. Yes. Was, Peinlichkeit war es, ne? Schon wieder verloren. No. Gibt's das? Nee. Peinlichkeit ist jetzt hier nicht. Kann einen Lachanfall machen. Willst du einen Lachanfall? Lachanfall? Vielleicht? Wie peinlich, Ripper! Lachenfall über die eigene Peinlichkeit, so sehr gelacht, dass man sagt... Leben durch den Frieren. Sie braucht warme Kleidung. Oh no, sie wäre jetzt einfach auch noch erfroren. Die Arme. Hm.
Leider. Leider. Die nächste verstorben. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Und sie sind sehr traurig und trauern. Die armen Mäuse. Die armen. Da bin ich. No way, no way. Sad, sad, sad. Ich bin im Busch. Shit. Ich bin im Busch. Das freut mich, wenn du im Busch bist. Aber Leute, guck mal. Wisst ihr, was hier nicht auffällt? Wir müssen doch das Babyzahlen müssen wir doch rausmachen. Das brauchen wir doch nicht. Das brauchen wir nicht. So. Uiuiui. Wir driven durch die Welt, ja. Wir driven durch die Welt. Also, Leute. Wir machen jetzt mal. Wir machen es jetzt mal anders. Mit dem Zufallsgenerator immer ist ein bisschen doof. Boah, hab mich wieder erschrocken. Auf einmal kommt die Kaugummi-Werbung. Schon hier dürfe ich mir mein freshes Outfit anziehen. Wo bist denn du, Jaden? Also, eine Zahl zwischen 1 und wie viele waren wir jetzt? Hallo Pella, schön, dass du da bist! Zwischen 1 und 22. Zahl zwischen 1 und 22. Schoko-Zitrone, Leute. 20. Das sind die Nixi und Angie. Nee. Nixi ist 20, doch. Und Angie ist 19. Okay. Nixi und Angie, los geht's. Los geht's. Oje. Oje, Nixi. Eine Zahl zwischen 1 und 12. Nixi, eine Zahl zwischen 1 und 12. Du darfst was aussuchen. Angie, du darfst auch reinposten. Also Angie und Nixi, wie ihr wollt, eine Zahl zwischen 1 und 12. Nixi sagt 6, Angie sagt 8, dann nehmen wir die 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hufeisen werfen. Sehr schön, sehr schön. Und das bedeutet, bei Hufeisen werfen kann man wieder Teams machen. Das heißt, Nixi und Angie gegen... Wie können wir nicht draufklicken oder was? Wieso geht denn das nicht? Hä? Wieso geht denn das Hufeisen werfen nicht? Das ist so eine Sache, die ist nicht gut. Ja, das ist nicht gut. Es sind mittlerweile 8 Sims schwanger. Jetzt geht's. Also, spielen mit. Kann man ja mehrere Leute machen, ne? Okay, oder? Ja, zu viert kann man spielen. Also, wir machen 4 Stück. Ja, also wir spielen einfach zu viert. Ich weiß nicht, inwiefern das dann Auswirkungen hat. Oder wollen wir jetzt zu zweit spielen? Nixi gegen Angie oder wollen wir noch 2 weitere nehmen? Würde 2 machen. Okay, okay. Zu zweit. 1 vs. 1. Okay. Nur die. Okay. Gut, also. Wir hatten die Nixi. Spielen mit Angie. Auf geht's, Leute. Guck mal, sie wollten sich sogar unterhalten. Oh no. Die Armen. Guck mal, sie trauen einfach immer noch hier hinten. Wer legt sich denn da in den Busch? Lene schläft einfach im Busch, oder was? Wild. Wild. So, auf geht's, Leute. Auf geht's. Ih, die pieseln halt auch in den Busch. Die pieseln einfach auch in den Busch. Also, Nixi und Angie, los geht's. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Ah, nee, bin gerade aus dem Busch gekommen. Ne. Wer gewinnt das Hufeisen werfen? Setzt eure Punkte. Nixi gegen Angie. Nixi gegen Angie. Wer gewinnt, Leute? Wer gewinnt? Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Die nächste Challenge kommt bestimmt, 3 Tage wach. Hau da rein, hau da rein. Ne?
Punkte, Punkte, Punkte. Und, let's go! Mit Angie plaudern. Oh mein Gott, das ist so süß. Sie wollen eigentlich miteinander reden und alles. Wer kommt hier? Juli. Juli so, hallo, ich bin auch da. Ich würde auch gerne mitspielen. Alle traurig, alle voll traurig. Du, oh mein Gott. Angie, das war ein bisschen weit und hoch, ha? Bisschen sehr weit hoch hinaus, Girl. Viel Glück an euch. Viel, viel Glück. Let's go! 1 gegen 1 auf Schulhof. Ganz genau so läuft der Hase, Leute. So läuft der Hase. Ich glaube, ich entschuldige mich schon mal bei allen, die für mich gewotet haben. Oh, Angie! You can do this, girl. You can do this. Ware klemmt weiterhin im Verkaufsautomaten fest. Nico schüttelt den Verkaufsautomaten mit voller Kraft, muss aber trotzdem eine Niederlage einstecken. Der Verkaufsautomat sagt, du bekommst deine Sachen nicht. Nun ja, das hätte er zumindest gesagt, wenn er sprechen könnte. Auf geht's! Also wenn die Sims einfach verhungern, weil sie sich nicht nichts zu essen machen oder so, dann kann ich nichts machen. Ich sag's nur, dann ist es so. Das ist ja der Sinn an den Hunger Games, dass ich mich eigentlich nicht um die kümmere. Einzige, was ich jetzt gemacht hätte, wäre halt nicht, dass sie erfrieren, weil das ist halt echt ein bisschen doof. Da wären dann alle nacheinander gestorben hier. Keiner geht in den Pool. Ich bin ein bisschen traurig. Diese Beine aus dem Busch. Wild, ne? Wild. Und? Juli redet einfach die ganze Zeit mit Nixie. Bist du dir sicher, dass du antreten willst? Du weißt, wenn du verlierst, war es das Letzte, was du getan hast. Und Nixie so, na klar, deswegen bin ich doch hier. Auf geht's. Auch nicht schlecht, sieht aber auch zu geil aus. Was, was? Gut, dass die Sims nicht unsere Fähigkeiten besitzen. Einfach alle traurig, bis auf ich, Felisa. Pff. Denkst dir halt so, gar keinen Bock. Nixie! Lulululu! Und Achtung! Sie überlegt noch. Nixie überlegt. Bin ich mir sicher, dass ich so werfen möchte? Ich werfe und daneben! Aber knapp. Nicht ganz so schlimm, ja. Also gab schon schlimmere Situationen. Bei unterschiedlichen müssen sie gegen. Was? Bei Unentschieden müssen sie gegeneinander kämpfen. Das ist auch witzig! Gegeneinander kämpfen lassen ist witzig. Ja, das ist gut. Bei Unentschieden müssen sie gegeneinander kämpfen, ist gut. Ich spiele mit, auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ganz genau. Wenn du bereit bist, nach Batu zu reisen, klicke auf das Telefon, wähle Menü Reisen. Nein! Leute, es gibt immer noch Worte, die ihr erraten müsst. Gell? Wir haben hier immer noch die Sache liegen. Bricht Anitini ab? Anitini hat abgebrochen. Anitini hat... Anitini. Angie hat abgebrochen. Angie hat aufgegeben. Angie hat aufgegeben. Nixie hat somit gewonnen. Angie hat aufgegeben und der Drang zu urinieren hat gewonnen. Und somit ist sie leider raus. Wörter ist das Wort. Es gibt einen Clip, der wurde erstellt. Da ist ein Wort dabei. Angie, es tut mir leid. Die Gewinnerin ist Nixie. Überfall. Richtig, Black Beauty. Black Beauty, richtig. Damit bekommst du eine Autogrammkarte, meine Liebe. Autogrammkarte gewonnen. Bitte durch Gift. Okay. Bin gespannt. Leben nehmen. Ableben durch Gift. Die Biene lebt erstmal weiter. Zack. Gleich leckt es wahrscheinlich wieder. Weil sie das Spiel denkt. Aah! Achtung. Unsere liebe Angie bekommt natürlich auch unsere musikalische Unterstützung auf dem Weg.
Typisch Clara. Jetzt kommt das gar nicht zum Heulen. Irgendwann sterben alle durch Traurigkeit. Ah, nee, nee, es geht ja Gott sei Dank nicht. Clara, sowas muss raus. Ja, aber raus muss raus. Ah, ja. Einsam kommt gar nicht mehr zum Trauern. Er sagt sich, hey, einmal trauern reichen für alle. Reaper macht heute Überstunden. Ganz genau. Reaper sagt so, ich muss jetzt echt wieder nach Hause fahren. I mean, ich war hier jetzt schon das dritte Mal. So, Leute. Was wollt ihr? Zufallsgenerator oder wollen wir eine Zahl? Und die erste Zahl, die zweimal kommt, die nehmen wir. Das wäre doch was. Okay. Schreibt eine Zahl. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. 13. Mhm. Los geht's. Zufallsgenerator, Zufallsgenerator. Zufall. 13, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Blickmarki. Gegen. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gegen Clara. Clara, Black Monkey, bitte einmal eine Zahl zwischen 1 und 12 in den Chat. Weil sie gefurzt hat. Nein! 7? 4? Ja, das ist jetzt blöd. Naja, ja, dann machen wir einfach. Es geht halt einfach nicht auf. Ist halt doof. 5,5. 5? Schau mal, was es ist. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5 hatten wir schon. Hatten wir beides schon. Nee, was war 4? 4. 1, 2, 3, 4. Komm, 4 ist gut. Fußballkicker hatten wir noch nicht. Clara, Sim herausfordern und die kennen sich gar nicht. Gar keinen Bock. Oh nein, sie geht schon wieder heulen. Sie ist so richtig broken. Muss die Clara immer noch stinkend in ihrer Wolke stehen wahrscheinlich? Nee, doch. Da hinten ist sie mittlerweile. Ist doch Clara, oder? Nee, es ist Lene. Wo ist Clara? Clara, wo bist denn du? Ach so, da. Ah, unterm Bett. Da heult sie jetzt im Bett rum. Ja, hat einfach auf der Beerdigung rumgefurzt und jetzt heult sie rum. Ist ja eine Frechheit. Stell dich mal vor. Hä, aber die kennen sich doch. Wegen Ableben trösten. Ja, ihr könnt euch ja mal trösten. Ist gut. Da bin ich gut drinnen. Hätte doch nicht gemerkt. Nee, nee. Oh. Wieso gegen dich? Black Beauty. Eins, zwei, drei, vier, fünf, genau, das ist Clara. Und was war's noch? Nee, ne? Ist Black Monkey, genau. So, auf geht's! Sim herausfordern. Oh mein Gott, meine Cousine hat mich gerade angerufen und sie hat 4 Millionen geschafft. Cool. Sehr cool. Auf geht's. 101. Chris, kannst du bitte jetzt weggehen? Also, Chris, nein, du spielst nicht mit, Chris. Chris! Ey, ich würde sagen, die haben es selbst entschieden. Die haben es selbst entschieden. Die wollen jetzt gegeneinander spielen. Es bleibt jetzt so. Clara gegen Chris. Ja, die spielen jetzt gegeneinander. Clara gegen Chris, das heißt, Black Monkey ist raus. Was ist hier? Spielen. Black Monkey und Clara und Chris spielen jetzt gegeneinander. Das haben sie jetzt selbst entschieden. Und es ist jetzt Facts. Einfach Facts. Glück gehabt. Sim herausfordern. Wo ist er? Chris. Los geht's! Auf geht's! Prediction neu machen? Nee, wir tauschen einfach nur den Namen. Also statt Black Monkey, also wenn jetzt Black Monkey, ne? Ist Chris. Also Chris tritt jetzt für Black Monkey an. Schub, schub.
So, klar, dass er es mir zu Chris und hat ihn beleidigt. Sie ist erstmal hingegangen. So ungefähr. Gegen dich, Opa, gewinne ich sowieso. Das Tribut hat sich freiwillig gemeldet. Ganz genau. Komm, Bobo, du schaffst das. Die Schüler wissen, wer gemeint ist. Chris, ganz genau. Wir wissen es. Wir wissen es. Auf geht's, ab geht's, auf geht's, ab geht's. Auf geht's. Clara terminiert. Beauty ist das komische Wort. Nein, Beauty ist nicht das komische Wort. Drei Tage wach. Er so, wuhu, Schoko-Zitrone. Typisch Clara. Typisch Clara. Jetzt, wer gewinnt? Clara oder Chris? Clara oder Chris? Clara oder Chris? Clara oder Chris? Dum, 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 dum. Nächste Party kommt. Schoko-Zitrone. Nixi, Schoko-Zitrone ist das richtige Wort. Und du bekommst eine Karte zugeschickt, Mausi. Eine Karte for you, if you want to. Ja! Sehr gut. Nixi, perfekt. Perfekt. Natürlich, ja. Glückwunsch. Auf geht's. Wupp, 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 wupp. Eieiei. Clara, hat sie sich eingekackt? Ich glaube, der Furz war ein bisschen zu feucht hier. Guck, sie stinkt jetzt plötzlich. Mein Gott, sie ist einfach die ganze Zeit am Schimpfen. Einfach wie echt, da freue ich mich aber. No, Schoko-Zitrone ist doch nicht komisch. Ja, aber das haben sie halt aufgeschrieben. Es werden aber viele Karten, die verteilt werden. Mhm. Die spielen einfach immer noch. Da war Land dabei, Chris. Oh, 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 er ist so Daumen runter, Clara. Daumen runter, nicht okay von dir. Oh, oh. Wie lange spielt ihr denn? Ihr haltet es einfach überhaupt nicht auf, irgendeine Niederlage zu akzeptieren. Sie spielen einfach um ihr Leben. Sie spielen und spielen und spielen. Am Ende bekommt jeder eine. Ja? Ihr habt genug, Leute. Ihr habt genug. Vorgesorgt für heute, du. Und sie spielen immer noch. Geht ja auch um ihr Leben. Stimmt, Nixi. Wir hatten jetzt schon die Clara spielen. Sie furzt die ganze Zeit. Warum furzt sie die ganze Zeit? Oh mein Gott, ey. Es geht ja auch um Leben und Tod. Ja, eben. Direkt wieder gepupst. Voll Ablenkungsmanöver, ja. Ja, sie versucht einfach so viel zu furzen, dass er sich nicht mehr konzentrieren kann. Alter Schwede, Clara, du bist ein Stupfuchs. Sie will ihn benebeln, oh ja. Oh ja. Angstschiss. Vielleicht ist das denn widerlich? Chaotin, ah. Clara hat nur Angst, so schreit nicht. Die spielen einfach immer noch. Die hören gar nicht mehr auf. Laktose kannst nichts machen. Oh mein Gott, ey, Clara. Er spielt einfach die ganze Zeit. Er, ist sehr, er meint so richtig real, ne? Aber beide so richtig. Und? Oh! Oh! Clara, Clara, der ist hier, der Ball, ne? Hier ist er. Du musst den, ja, genau. Sehr schön. Chris, du musst auch mal den hier benutzen. Oh, oh, oh. Chris, du musst drüber greifen. Sag mal, können die überhaupt gewinnen? Können die überhaupt gewinnen? Also jetzt mal ganz im Ernst, die spielen... Oh, jetzt? Nee, die spielen schon wieder. Die wollen einfach nicht sterben. Also jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. Wir gucken jetzt einfach ewig zu. Wild. Wilde Hilde hier. Und?
Was für ein Match. Chris schlägt Clara 5-4, aber wie knapp. Clara, das war's für dich leider hiermit. Du bist ausgeschieden aus den Hunger Games. Bye, bye, Glory! Sharon so, oh Gott, endlich riecht's hier wieder gut. Alle glücklich, was ist das denn? Oh, gut. Leute, und heute als erste noch. Ja, heute nur alle. Das war's leider, das war's. Keiner heult außer Sid. Oh Mann, Leute, ich bin der Beste. Der allerbesteste Fußballspieler. Ja, EU. West. Brutal. Das war's, Freunde der Sonne. Die liebe Clara ist von uns gegangen. Sie hat's leider nicht geschafft. Sie hat sich selbst zu Tode gefurzt, würde ich behaupten, ja. Zu Tode gefurzt, meine Lieben. Chris, du bist ein Macher, Nele. Geil. Haut raus. Leute. Ey, Clara, hör auf, das zu missbrauchen. Deswegen kamen die Fliegen. Stinkefliege. Hm. Clara, hör auf, das zu missbrauchen, gell? Ja. Nele, Meinungsfreiheit und so. Also, Leute. Und ich habe ihn erstellt. Ja, genau. Also, Leute. Wir brauchen wieder eine Zahl. Zwischen 1 und 21. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nee, 20. Wir sind nur noch 20. 7. 7 kam sofort. Die 7 ist die Lene. Nee, es ist gar nicht die Lene. Ist die 2, 4, 6, 8. 7. Ist die Black Beauty? Black Beauty? Black Beauty ist die 7. 7, 7. Ja, 7 kam ganz oft. 7 ist die Black Beauty. Black Beauty. Black Beauty. Black Beauty. Und die 1. Die 1 ist schon wieder die Simsebiene. Black Beauty und Simsebiene. Simsebiene und Black Beauty. Black Beauty, eine Zahl zwischen 1 und 12, bitte. Krass. Sind erst 4 gestorben. Ich sag ja, es geht ewig, Leute. Es geht ewig. Es geht ewig. Es ist wild. Emmy, herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für deinen Follow. Ein Herzchen und ein Küsschen an dich. Ich hoffe, du fühlst dich wohl bei uns. Hallöchen. Normalerweise spielen wir ja auch nettes Gameplay und Challenges. Ja, aber heute haben wir ausnahmsweise zum 12-Stunden-Stream die Hunger Games ausgepackt. Und ich hoffe, ihr fühlt euch trotzdem wohl, obwohl wir heute ziemlich böse sind. Die 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh mein Gott, wie cool. Simsebiene gegen Black Beauty. Black Beauty kennt sie gar nicht. Black Beauty. Wo ist die Simsebiene? Da drüben. Wegen Ableben trösten. Simsebiene, die wird jetzt bald verhungern, wenn es so weitergeht, Leute. Es geht schlecht, ja, kann ich nichts machen. Also das Einzige, wo ich helfe, ist
Da kann ich nichts machen. Also das ist, muss dringend pieseln. Dann muss sie halt pieseln gehen. Weil es ist ja alles da. Also da kann ich auch nicht helfen. Das Einzige, wo ich helfe und reinspringe, ist jetzt, sagt's mir, ist bei Erfrieren. Oh, und Black Beauty ist so, sei nicht traurig, ich würde alles wieder gut. So, hallo, Hugutschen Bossy Tonic, so ein geiler Name, ey. Nee, wir wollen nicht zuschauen, wir wollen, nee. Ja, wir wollen das spielen auf jeden Fall. Und dann wollen wir gegen Black Beauty spielen. Auf geht's, Leute. Es sind so viele Sachen, die ich gar nicht kenne. Wirklich, Clara. Voll cool. Sophia, guck zu. Herausforderung. Geht's jetzt dahin? Sophia! Sie so, ciao. Und schmeißt sich so in den Busch, lieben wir. Ich muss kurz mit dem Hund raus. Viel Glück euch beiden. Jerome, alles klar. Bis dann. Bis dann. Ha, Leute, denkt dran. Der Sim, der gewinnt. Der gewinnt für euch. Ihr könnt den Merch gewinnen. Yay! Und ganz zum Schluss gibt's dann noch eine Verlosung. Wir verlosen ein Sims-Kit. Sims-Kit. Eurer Wahl verlosen wir am Schluss noch. Also macht gerne mit. Macht gerne mit. Ein Sims-Kit-Verlosung. Eurer Wahl. Und ja, ein Kit. Ein Kit. Kein Kind. Ein Kit. Oh, weia. Oh, weia. Mhm. Hallo, Simsebiene. Was ist denn hier los jetzt? Ich möchte bitte, dass du gegen Black Beauty spielst. Los geht's. Oh mein Gott, beide sind einfach so traurig. Wem geht's denn schlechter? Eigentlich beiden gleich. Ihr müsst euch nur was zu essen holen, Leute. Ihr müsst euch doch nur was holen. Oh Gott, jetzt geht's los. Black Beauty gegen Simsebiene. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Die nächste Party kommt bestimmt. 3 Tage wach. Oh, oh. Oh mein Gott, Black Beauty so... Ich glaube, Chris will unbedingt ein Autografen. Chris hat sogar schon eins. Ich will nicht sterben. No, noch nicht. Black Beauty, richtiger Mega-Pro-Move. So. Ja, schon eine Karte. Du schaffst es schon. Ihr schafft das. Und? Ah! Oh mein Gott, Simsebiene, sie zittert richtig. Oh, es wackelt schon. Oh, oh, wackelige Hand. Sehr wackelige Hand. Mhm. Simsebiene hat das 2. Mal gewonnen. Black Beauty, das war's für dich. Du hast leider das Lama-Spiel verloren. Heute Abend verliert das Lama. Du hast ein Weck das Lama nicht Herausforderung verloren. Mach dir nichts draus. Es gibt eine nächste Runde. Leider nicht heute für unsere liebe Black Beauty. Black Beauty, ich will doch nicht sterben. Es ist das Schicksal hat entschieden. Das Schicksal hat entschieden, meine Liebe. Was ist die Art des Todes, die du wählen würdest, wenn du könntest für deinen Sim? Was ist es? Wir können. Bitte, hat jemand Erbarmen mit mir? Es tut mir leid. Was ist es? Killerkaninchen. Das Killerkaninchen. Von einem boshaften Killerkaninchen abgemurkst werden. In dem Moment, als Black Beauty voller Erschöpfung das Lama-Spiel beendete und sich zu einem kurzen Nap in den Busch legen wollte, sprang aus dem Nichts ein boshaftes Killerkaninchen und setzte dem Ganzen ein Ende. Rest in peace, Black Beauty. Rest in peace. Rest in peace. Aus dem Busch. Nachrichtensprecherin. Oh je, Black Beauty hat
den Atem des Killerkaninchens zu spüren bekommen und nun wartet der Sensemann auf sie. Was für ein grausames Schicksal. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Können nicht speichern, während ein Sim beim Ableben gerade beobachtet wird. Leider nicht. Hinterm Busch wartet er. Der Sensemann wartet hinter dem Busch. Er beobachtet die Situation und wartet nur darauf, bis er seine Sense schwingen und die arme Black Beauty mit in das Jenseits nehmen darf. Es gibt nur noch wenige Sekunden, in denen wir Black Beauty sehen können. Und jetzt ist es soweit. Der Sensemann macht sich bereit. Macht die letzten Klicks auf seinem Tablet. Zieht die Sense aus seinem aus seiner Tasche. Und nimmt Black Beauty mit ins Jenseits. Black Beauty, rest in peace. Du warst eine wunderbare Mitspielerin. Wir bedanken uns für die Teilnahme. Ich nehme dich gut auf und danach rächen wir uns. Alles klar. Die Crazy Cat Lady ist wieder unterwegs. Ja, bitte. Darf ich auch mit anschließen? Sie ist so daneben, so mit so riesigen Augen, so von unten nach oben. Darf ich auch mit, bitte? Ich will mich auch rächen, Blöde. So süß. Wir wollen uns wirklich rächen. Aber wir sollten uns wirklich rächen. Ja. Sims Biene hat vor allem schon 2 ausgeschaltet. Ne? Möchte ich nur mal sagen. Sims Biene ist hier die Ripperin. Wild. So, jetzt machen wir wieder eine Zufallsentscheidung. Wir machen als erstes zwischen 1 und 12 und schauen mal, was es überhaupt wird. Die 3. Ein Bild malen, ein Bild malen. Sehr cool. Müssen wir nicht auch eigentlich als Geister erscheinen? Die müssen irgendwann kommen, ja. Ein Bild malen, das bedeutet 2 Leute. Welche Zahl nehmen wir? Ich lasse wieder den Zufalls... Was hatten wir? 19 haben wir jetzt. Zufalls, es ist die 4. 1, 2, 3, 4. Es ist die Felicia! Ein kleines klassisches Gemälde von der Felicia. Und die 16. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gegen Nixie schon wieder! Nixie, die wollen's wissen, Ein kleines klassisches Gemälde. Nixie gegen Felicia. Wer wird gewinnen? Wer wird gewinnen, Leute? Nixie gegen Felicia. Wer wird das schönere Gemälde machen? Die Banane, Nixie. Oh mein Gott. Wo ist der Bananenhase, wenn man ihn braucht? Nixie, warte, pass auf. Du postest hier die Banane. Und ich esse sie einfach auf. Nixie. Also Leute, Felicia gegen Nixie. Wer malt das schönere Gemälde? Ja, genau. Der ist auch so süß. Ich liebe den. Der ist so süß. So wie so glücklich aus seiner Banane rausguckt. Ich ziehe ihnen aber einfach mal was Warmes an. Nee, können wir jetzt nicht mehr. Es ist schon zu spät. Nixie gegen Felicia. Wer wird das schönere Gemälde malen? Zählt das jetzt als Bestechung? Süß! Nixie! Oh Mann, ey. Da, da, da. Und? Die Qualität... Es zählt, welches Bild mehr wert ist, ganz genau. Oh, guck mal, Nixie malt ein Lama. Süß. Ja, ganz genau. Nixie ist fertig. Nixies Bild ist normal. Ein klassisches Gemälde. Qualität normal für 55 Simoleons. Bist du fertig?
Und Felicia hat gemalt ein klassisches Gemälde, normal für 55 Simoleons. Es ist unentschieden, das bedeutet, die zwei müssen gegeneinander kämpfen. Das ist eine super Sache, da freuen wir uns drüber. Wo ist denn Nixie? Da ist Nixie. Ja, Kurt, kannst kurz pieseln gehen? Nixie, wie sieht's bei dir aus? Wo bist du, Mausi? Da ist die Mausi. Muss sie auch pieseln gehen? Nee, sie will einfach nur ins Bett. Dann gehst du mal hier hin, bitte. Einfach fight! Ganz genau. Wer gewinnt den Kampf? Nixie oder Felicia? Das ist hier die Frage. Selene, wo ist denn die Felicia da? Aber sie verstehen sich doch. Wieso kennen die sie nicht? Wo ist denn die Nixie? Nixie da. So, Friendship. Minus 50. Da-da-da! Kämpfen. Fight, 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 fight. Also bitte, Leute. Wir brauchen, wir brauchen eine Prediction. Habt ihr schon, ne? Nee, wer gewinnt das, wer malt das Bessere? Die behalten wir. Also, wir haben schon. Ja. Wartet mal. Herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Es geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. Spannende Musik. No copyright. Das ist das, was wir wollen, ja. Dramatische Musik. Das ist es. Das ist das, was wir wollen. Felicia gegen Nixie. Die Spannung steigt. So viel Druck. Let's go. Oh, Felicia hat gewonnen und Nixie hat verloren. Nixie. It's the moment to go, girl, Nixie. Bye bye, Nixie. Oh je. Oh je. Arme Nixie. Nixie, du hast es wundervoll gemacht. Aber du hast es leider verloren. Nixie, was ist der Moment? Wie möchte dein Sim sterben? Wie möchte dein Sim sterben? Oh, Nixie, ja. Nixie. Felicia so. Ja, ich hab gewonnen. Absturz. Also, Felicia holte aus und zog der armen Nixie so einen Kinnhaken übers Gesicht, dass die Maus in einem riesigen Bogen flog und so doll abstürzte, dass es leider ihr Leben nahm. Was war das denn jetzt? Nixie! Die arme Nixie wurde einfach verprügelt von der lieben Felicia. Oh mein Gott, Nixie, sag sowas Böses nicht. Hör mal auf. Nein, ihr tut mir eh schon leid. Hört auf. Ew. Nixie. Arme Nixie. Lene ist einfach naked und steht da und denkt sich so, no. Und was passiert hier? Hunger Games. Schön, dass der von uns geht, ja. Unsere liebe Nixie. Nixie, es tut mir leid. Du warst eine wunderbare Mitspielerin. Wir haben deine Gesellschaft sehr genossen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Das ist jetzt das Ende deiner Teilnahme. Dankeschön. Ah, Laktose, I see. Hä?
Was habt ihr heute mit eurer Laktose? Ein Applaus für Nixi! Nixi! Wir bekommen nie wieder schöne Blumen. Alle Blumen, die hier sind, werden jetzt sterben, weil unsere Früchte nicht mehr da ist. Okay, wir beruhigen uns wieder. Warum hat sein Sim denn nicht Bildmalen geübt? Bin ich in der Dusche eingesperrt? Warum sollst du eingesperrt sein? Du kannst doch da rumlaufen. Sit very hungry. Hä, es ist doch immer Laktose. Was? So. Schreibt eine Zahl. Zahl, 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 Zahl. Sind zensiert. Ja. Nein. Eins. Schreibt Zahlen. Los, 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 los. Neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Chris, 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 Chris. Und? Nicht 14. Ah ja. Und? Es geht ja nicht darum, was ihr als erstes schreibt. Und 14, zweimal. Okay. Chris und Jaden, gell? Dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ist Hugo Gin Boysy Tonic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hugo Gin Boysy Tonic und Chris. Ein 101. Eine Zahl. Gin Tonic, Chris, welche Zahl zwischen 1 und 12? Eine Zahl zwischen 1 und 12. 1. Na dann, let's go. Klettern. 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 Bowlen ist schrecklich. Okay. Okay. Herausfordern im Ausdauerklettern. Klettern. Sanfte Steigung, vertikale Steigung. Wir nehmen hier die vertikale, aber wir müssen als erstes hier hingehen, ne? Hier hingehen und Gin Tonic. Hier hingehen, bitte. Los geht's. Los geht's. Wir machen dann auch wieder... Oh mein Gott, bin ich aufgeregt. Süß. Süß. Also Leute, es geht los. Wir wollen diese Spannung. Ich fand die Spannung einfach Hammer. Wir machen da weiter. Ist die Musik okay oder ist es zu laut? Leben durch Erfrieren. Okay, Gin Tonic, wir wollen es jetzt echt nicht übertreiben, ja? Also, ziehen Sie sich bitte an. Und jetzt geht's los. Klettern. Was? Er fühlt sich zu unwohl. Jetzt hier die Frage, ne? Jetzt klettern. Geht immer noch nicht. Er fühlt sich zu unwohl. Das ist eine Sache, die ist ja echt gemein, ne? Also das ist gemein. Ein bisschen kühl. Gin Tonic will sich drücken. Er will sich drücken. Wir müssen kurz mal gucken, wie... Ach, die gehen nicht duschen, weil die sich schämen, Leandra. Deswegen. Wartet, wir müssen hier kurz was ändern. Uiuiui, ui, ui, bitte keine Lecks hier, ja? Brauchen wir jetzt nicht. Mach hier mal eine weg. Packen die mal hier rüber und dann machen wir so... Räume draus. Dann können die sich wenigstens auch duschen. Oh mein Gott. Einfach so eine eiskalte Gruppendusche und keiner duscht, weil sie sich alle schämen. Oh mein Gott. Aber Hauptsache, man kann von außen halt reinschauen. Ne? Also das ist halt das Wichtigste. Mit Glas. Ich kann nicht mehr. Leute, es ist so gemein. So. Ich habe nur noch 1% Akku oder was? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Juhu, kann duschen. Düt, düt, düt. Du bist zu lieb. Den geht's so schlecht. Wir müssen die spannende Musik nochmal ausmachen, Leute. Wir müssen nochmal normale Musik anmachen. Die sind aber auch pingelig. Was will man machen?
Simsebiene, was macht sie denn jetzt? Sie geht einfach in die... Simsebiene so... Ciao, ich hab zweimal gewonnen, ich geh dann mal, ne? Alle glücklich cheaten? Eigentlich darf man das nicht, ne. Sim kann jetzt nicht nach Hause gehen. Wieso gehen wir Tee trinken? Ich fühl's gar nicht. Mit wem ist sie gegangen? Mit Death Punch? So, sieht es aus. Die ist jetzt einfach auf ein Teetrink-Date gegangen mit einem Toten, der es nicht geschafft hat bei uns, ja? So ein guter Tee schadet nie. True. Aber einfach mit Death Punch ist die gegangen. Die Zeit der Geister kommt. Interessant. Sehe ich auch so. Du. Weil Tee ist geil. Chris hat einfach 10.000 Sandkörner für sich selbst gewettet. Ja, klar. Chris ist geil. So, nee, ich mach das ja. Ich bin hier der Macher. Überfall! Was? Hochzeit mit einer Leiche. Überfall. Kann nicht mehr. Also, Simsebiene. Wie willst du das machen mit der Traurigkeit? Überfall ist das Wort. Ja, das hatten wir ja schon. Das hast du doch sogar erraten. Ich heul. Überfall, ganz genau. Immerhin habt ihr es jetzt, ja. Also, Chris ist hier am Trainieren. Was ist jetzt mit Gin Tonic? Kannst du jetzt bitte klettern? Nee, er kann halt immer noch nicht. Aber jetzt kannst du doch duschen. Geh doch wenigstens kurz duschen. Ich muss mich ganz kurz um ihn kümmern, weil sonst können wir hier nicht... Wie, er kommt hier jetzt nicht rein? Ey! Ach, da war schon jemand. Ah. Guck mal, jetzt gehen die auch duschen. Die sind traurig wegen dem Tod. Ja, klar. Ableben durch Erfrieren. Sophia braucht warme Kleidung. Sophia, zieh dich doch an, Girl. Sie ist einfach voll im Tanzoutfit, ne? Sie so, I'm a fancy girl. I don't need warme Kleidung. Wo ist denn das Mädchen? Da. Sophia, zieh dich an. Es ist wichtig. Deine Nieren, guck mal. Nee. Geht gar nicht. Siehst du? Hat die Oma immer gesagt. Und wenn du so weitermachst, hast du eine Blasenentzündung. Gar nicht gut. Die Nieren müssen bedeckt sein, sagt die Oma immer. Und auf kalte Böden setzen wir uns auch nicht. Ja, machen wir nicht. So, wo ist Gin Tonic? Gin Tonic ist immer noch unwohl. Vielleicht soll das sich mal was zum Schnabulieren schütteln? Ach, die können sich... Oh. Ja, okay, also müssen jetzt Chris und Gin Tonic einfach mal schütteln und schauen, ob sie da vielleicht was rauskriegen, weil wenn sie halt, Dinge passieren, dann passieren halt Dinge. Kann man nichts machen. Deine Nieren. Und? Oh, Chris wird sauer. Chris, ich mach mal die Traurigkeit ein bisschen weg, ne? Oh. Chris, oh. Grad so hat er es geschafft. Oh, genau, schütteln hilft immer. Das war knapp. Gin Tonic, wie sieht's mit deiner Traurigkeit aus? Gin Tonic ist nur angespannt. Chris, jetzt ist Chris zu unwohl wahrscheinlich. Windelweich geprügelt. Ja, jetzt kann Chris nicht. Ach Leute, oh Gott. Cheate die doch glücklich. Wollen wir die glücklich cheaten? Wollen wir einmal den kompletten Haushalt die Sachen auffüllen? Oder zumindest die jetzt? Ja, wir haben halt keinen Briefkasten, gell? Doch. Bedürfnisse ändern, Bedürfnisse erfüllen, Haushalt. So. Jetzt ist es soweit. Jetzt geht's allen einmal besser. Das ist okay. Ja, okay. Einmal den Haushalt gesaved. Aber jetzt muss gehen. Ja. Vertikale Steigung erklettern. Jetzt geht's. Hier einmal hin, Chris, bitte. Und Gin Tonic. Gin Tonic ist sogar energiegeladen. Er möchte direkt trainieren, Mensch. Der hat Bock. Nein, du kommst jetzt hierher. Er rennt direkt wieder los. So, ja, ich hab Bock. Vertikale Steigung. Und klettern. Vertikale Steigung. Leute, auf geht's, ab geht's. Oh, Chris fängt schon an. Also, ne, Chris hat ein bisschen schon vorher angefangen. Gin Tonic chillt noch. Okay.
Es läuft! Nico so, hallo! Hallo, ich bin auch dabei! Oh oh. Machen wir aber erst, wenn er richtig runterfällt, ne? Nicht wenn, wenn die runterspringen, sondern wenn sie richtig runterfallen. Dann zählt's erst, würde ich sagen. Stopp, stopp, Leute! Wir können doch hier so nicht, wir können so nicht weitermachen. Wir müssen so. Bro, dieser Elan! Der ist wild, Gin Tonic. Wild! Chris hat Level 1 der Fähigkeit Klettern erreicht. Du. Oh. Fast wäre Gin Tonic runtergefallen. Fast. Ist schon ins Schwanken geraten, ja. Aber gerade sieht's gut aus. Beide sehr flink. Oh. Gin Tonic, oh. Oh. Hallo Rorania, schön, dass du da bist. Hi. Ich wünsche dir einen wundervollen Zwischenstand. Schön, dass du vorbeischaust, meine Liebe. Wie geht's dir? Ich drück dich ganz lieb. Wie geht's dir, Mausi? Hi. Aus dem Jenseits. Ich habe gehört, dass jemand, der dir sehr am Herzen lag, aus dem Leben geschieden ist. Mein Beileid. Sie so, mit wem redet sie? Mit Chris. Clara terrorisiert Chris einfach immer noch. Hunger Games, sehr coole Idee bei Sims. Ja, die habe ich aber von Nico. Also ich gucke immer bei Nico und ja, deswegen machen wir jetzt gerade die Hunger Games. Das war halt ganz gut. Muss halt fast nur liegen. Oh, arme Mausi. Mir geht's auch gut. Oh, Leute. Chris, you go. Clara Dark Raven, herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, ich gehe dir gut. Hallöchen und vielen Dank für dein Follow. Ein Herzchen und ein Küsschen an dich. Hallöchen. Bei Fang Pack kommen die Kletterwände. Gin Tonic hat einfach so gesagt, nee. Geh an deine Grenzen. Muss sein. Keiner ist bis jetzt runtergefallen. Beide so richtig, richtig coolio. Beide nicht runtergefallen. Jetzt gehen sie an die Grenzen. Es muss sein. Wie geht's euch allen? Gut, wie geht's dir? Voll schön, dass du schreibst. Also der, der als erstes runterfällt, ne? Er ist abgehauen. Go. Ja, aber der ist ja abgehauen, weil die Sache vorbei war. Also es ist halt abgelaufen einfach. Ja, es geht nicht mehr, ne? Vorbei! Er ist zu müde. Als erstes ist er zu müde. Ja. Er hat als erstes aufgegeben, lieber Gin Tonic. Das bedeutet, es ist, glaube ich, aus mit dir. Es ist aus mit dir, Gin Tonic. Aus. Chrissy Pissi hat gewonnen. Oder machen wir es so, dass wir sie noch kämpfen lassen? Oder wie sieht's aus? Weiß nicht, was ihr denkt. Weil Chris konnte jetzt auch nicht mehr. Er war als erster fertig. Ich würde sagen, wir lassen sie einfach noch kämpfen oder wie machen wir's? Kämpfen, oder? Ist Kämpfen fair? Er hat aufgegeben. Er hat aufgegeben? Er hat vorher aufgehört, ne? Habe ich auch das Gefühl gehabt. Er hat aufgehört. Weil er... Dann lass sie kämpfen. Mach mal eine Umfrage. Kämpfen lassen oder... oder hat Gin Tonic aufgegeben? Gin Tonic aufgegeben oder kämpfen lassen, bitte. Was kämpfen? Nein, er hat nicht aufgegeben. Er war fertig. Nee, der war nicht fertig. Der war nicht fertig. Also bin ich auch der Meinung, weil Chris war so viel länger noch auf dem Ding drauf. Lass kämpfen. Er hat gewonnen. Fight. Aufgegeben. Umfrage. Aufgegeben oder kämpfen lassen? Das ist hier die Frage. Chris
Chris hat auch eher angefangen. Das stimmt. Chris hat auch eher angefangen. Chris hat auch eher angefangen. Das stimmt. Versuche jetzt mal das erste Mal meine Haare zu waschen. Wünsche mir Glück. Aurora, ich drück dich ganz doll. Du schaffst das. Und pass ganz doll auf. Ich drück dir die Daumen. Chris hat auch eher angefangen. Das stimmt. Das müssen wir berücksichtigen. Eigentlich muss ich sagen, finde ich, dass Chris gewonnen hat. Ja, Chris hat eher angefangen und war länger drauf. Ich bin für den Sieg für Chris, dann bitte abstimmen. Dann bitte, ich bin wieder zurück. WB, WB. WB. Das wäre fair. Mhm. Es ist so spannend, wer gewinnt, wer gewinnt, wer gewinnt, wer gewinnt. Lassen wir sie nochmal kämpfen oder wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ich wäre so gern vom Blitz getroffen worden. Ja, das darfst du auch gerne. Er war ja theoretisch zweimal länger drauf. Das erste Mal auch. Mhm. Die Musik killt alles. Chris hat gewonnen, also Gin Tonic. Das ist jetzt deine letzte Reise. Du wirst vom Blitz getroffen. Dieser Niederlage hat dich so sehr getroffen, dass dich wortwörtlich der Schlag getroffen hat, mein lieber Gin Tonic. Und das bedeutet, we say goodbye. Vielen Dank, dass du mitgespielt hast. Du warst ein toller Mitspieler. Du kannst gerne wieder mitspielen aus dem Jenseits, wenn alle wieder zurückkommen und sich an allen anderen rächen. Wir bedanken uns fürs Mitmachen. Oh mein Gott. Und Chrisso? Also. Schaut ihn dir an. Schaut euch ihn an. Ich bin der Geilste hier. Ba, 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 ba. Danke, ihr auch. War das erste Mal und dafür war es ja gar nicht so schlecht. Ja, eben. Chrisso, nicht, dass mich auch noch der Blitz trifft. Oh mein Gott, Leute. Ja. Bodenlos, Chris, bodenlos. Wir speichern nicht, weil Gin Tonic ist leider dabei. Das Geistige zu segnen, Gin Tonic. Wie ich laufe? Was? Also wie du läufst, also lieben wir. Lieben wir. Leute, es wird, glaube ich, wirklich knapp. Wir schaffen es wahrscheinlich gar nicht, bis Chris hat einfach 10.000 gewettet, gell? Wild. Liv, du bist doch auch dabei. Oder? Das bist doch du. Oder nicht? Oder ist das Lilly? Lilly. Lilly oder Liv? Bin mir jetzt gar nicht sicher. 12.000 bekommen. Ja doch, das bin ich, siehste. Bist auch dabei. So. Ich bin die Liv und ich bin auch dabei. Ja, hast ja hochgeladen. Geh schwimmen, viel Spaß. Mach das, Livia. Mach das. Ich bin nur erst vorhin zurückgekommen. Wild. Mhm. Und bis jetzt hast du überlebt. Bis jetzt hast du überlebt. So. Wir machen wieder den Zufallsgenerator. Beziehungsweise, nee. Eine Zahl. Eine Zahl zwischen 1 und... Ich vergesse immer, wie viele schon gestorben sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eine Zahl zwischen 1 und 17, Leute. Hau da raus. 4. Zweimal die 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einmal Brazel Bree. Und die 17. Machen wir es jetzt so. Und Jenny, also Jonas. Brazel Bree und Jonas. Einfach mal den Spieß umgedreht. So. Bree, bist du da? Ist sie da? Ist die Bree noch da? Ist die Bree noch da? Ist sie weg? Ist weggelaufen? Knapp vorbei. Okay, Leute. Eine Zahl zwischen 1 und 12.
Eine Zahl zwischen 1 und 12? Elf, sechs. Drei, Ja, nett. Sieben, Jana, halt so schön, dass du da bist. Zwölf, zweimal die zwölf. Okay. Bowling. Bowling, Bowling. Also, wir haben einmal die Liebe. Wo haben wir sie denn jetzt? Ich habe sie schon wieder verloren. Hier. Brazel Brie. Zu einem 10, zu einem 3. Wir machen 5. Mit, hä, wieso nur Leandra? Nö, 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 das geht ja nicht. Mit, Jenny. Ich da. Um Rat bitten. Gehen wir erstmal hin und stellen uns wahrscheinlich irgendwie ein bisschen vor, aber es weiß auch nicht. Hallo erstmal, hallo Diana, wie geht's dir? Ich hatte Werbung. Wer ist es geworden? Brie und, Jonas, also Jenny, Jonas. Die haben ja einen Account, also Jonas und Jenny. So, haben sie sich jetzt mal unterhalten hier? Können wir jetzt zum Bowling anladen? 5? Ja. Gegen? Immer noch nicht. Mei, oh mei, geht so rum. Ja, so rum geht's. Auf geht's! Oh no. Oh no. Oh no. Wilde Wilde, ja, wilde Hilde. Oh, guck mal, alle sind schon gestorben. Nixi, Angie, oh no. Blick Beauty. Death Punch. Anita, also Anitini ist auch schon weg. Hugo Chin. Clary, oh no. Sie wird einfach getröstet von Simsebiene. Oh, oh. Simsebiene hat bis jetzt ja alles gewonnen, ne? Das ist jetzt hier die Sache. Simsebiene hat bis jetzt alles gewonnen. Wild. Geht's jetzt los? Es geht los. Es geht los. Oh, oh, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute. Wilde Hilde? Das Wort? Nee. Nee. Spielt er auch mit? Ja. Aber hör mal auf zu reden. Wir wollen jetzt hier nicht reden. Du sollst spielen. Mir geht es gut. Wir sind letztes Wochenende in unser Haus gezogen und nun schaue ich aus meinem neuen Büro zu. Oh, wie schön. Oh mein Gott, so richtig könnerhaft. Aber der traurige Clown, oh mein Gott. Aber leider, Bande. Oh, 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 oh. Das ist aufgegeben worden. Jenny hat aufgegeben. Brazel Brie würde weiterspielen. Das bedeutet, Jenny ist raus. Jenny ist raus. Jenny, tut mir leid, du bist raus. Du hast aufgegeben. Du hattest leider keine Lust. Du warst eine tolle Mitspielerin. Vielen Dank fürs Mitmachen. Aber leider. Leider, leider. War in der Bowlingkugel ein kleiner Hamster, der so sauer war, weil du sein Haus angetatscht hast und es werfen wolltest, dass er dir in den Finger gebissen hat und du leider am Nagerwutfieber gestorben bist. Das war toll, Wut. Leute, haben wir jetzt Pause? 18 Uhr, ne? 18 Uhr ist Pause. Ich glaube ja, ne? Um 30 Uhr. Ich muss jetzt echt pieseln. Also ich muss jetzt kurz Pipi machen gehen, weil sonst pieseln mich hier in die Buchse. In die Buchse.
lasse euch jetzt einfach kurz weiter trauern um die liebe Jenny und in der Zeit gehe ich kurz pipi. Was? Was? 18 bis 18:30? Und das war's. Lol. Was war's? Ich hoffe, ihr habt's ausgehalten. Die Trauer war einfach jetzt sehr intensiv, da ich sie nicht mit meiner aufmunternden Stimme und Geschichte weniger schmerzvoll machen konnte. Ja, somit haben wir keine Sim-Sandwiches mehr. Ja, das bedeutet, es werden immer weniger, Leute. Es werden immer weniger. Wir haben jetzt aktuell, ich habe schon wieder vergessen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Sims noch. Ein kompletter Haushalt ist schon weg. Das heißt, meine Lieben, ich mache jetzt den Zufallsgenerator. 16. Zwischen 1 und 16 generieren. Es ist, wartet, die 2. Die 2 ist die Felicia. Felicia gegen die 16 gegen Sophia. Das liebe Son. Nee, 16 ist Jerome. Jerome. 16. Jerome. Ja. Also. Jerome gegen Felicia. Ich brauche eine Zahl zwischen 1 und 12, Leute. Eine Zahl zwischen 1 und 12. Warte mal, das war jetzt Bowling, gell? Oder zumindest sollte es Bowling werden. Aber Jenny hat vorher aufgegeben. Leider. Jenny aufgegeben. Du, 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 du. Du, 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 du. Och, Leutis. 2, 10, 4, 9, 5. Keine Zahl doppelt. Keine Zahl doppelt, Freunde der Sonne. Das bedeutet, ich muss trotzdem den Zufallsgenerator wählen. Die 3, ja. Die 11 wird's. Die 11 ist wieder das... nee, wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt einfach das, was wir noch nicht gemacht haben. Und das ist hier unser komisches Spieldingsi. Unser Spieldings. Und da können da Teams spielen. Nee, nur mit. Okay. Das heißt Felicia gegen Jerome. Jerome und Felicia, da haben wir es. Auf geht's. Jerome und Felicia im
Arcade-Spiel gegeneinander. Wer wird gewinnen? Jerome oder Felicia? Ich brauche die Prediction, Freunde der Sonne. Ich hatte gerade Angst, dass es voll sauer ist. Ja, ja. Jerome und Felicia. Leute, stimmt ab. Jerome und Felicia, wer gewinnt? Wer gewinnt? Wer wird gewinnen? In der Zeit esse ich meine Gurkenmelone. Meine Gurkenmelone freut sich. How to get more than 8 in a household? You need the MC Command Mod. You can download it for free. So, ich bin jetzt erstmal raus. Vielen lieben Dank für einen tollen Stream. Bis bald. Bis bald, Gintronic. Und vielen Dank, dass du so lange dabei warst und mitgemacht hast. Ich habe mich total gefreut. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald. I think I linked it in my panels. If not, you can copy the name. Ich war noch gar nicht dran. Juli, schreis nicht zu laut. Wir können starten. Servus zusammen. Hallo Armin, schön, dass du wieder da bist. Na? Alles gut? Bin schon dead, ja. Da geht's los. Jerome und Felicia. Oh, oh. Wer wird gewinnen? Hier erkennt man leider gar nichts vorher. Welche Nummer bist du? I'm not very good at hearing what he said, but... Bin ich zu leise? Hört man mich schlecht? Oder was ist da los? Wer macht jetzt hier mit? Bree, was ist jetzt da los? Nee, alles gut, okay. Hä? Aus Spiel wird ernst, weil er Kate Level geschafft hat. Und was ist mit Sharon? Beides, also es ist, ja. Hat anscheinend nicht funktioniert. Los, nochmal. Was mache ich da? Ich weiß es nicht. Nee, alles gut. Okay, dann passt es. Nee, passt alles. Okay. Bree spielt einfach mit. Bree spielt einfach mit. Sie hat aber auch keine Stimmung. Warte mal. Jerome hat keine Stimmung. Und Felicia hat auch keine Stimmung. Ja, was machen wir jetzt? Kämpfen lassen. Das machen wir. War ja klar. Also das war ja das, was wir gesagt haben. Felicia gegen... Nee, nicht gegen Bree. Pff, was kann jetzt Bree dafür? Die konnte noch gar nichts dafür. Minus 50. Kämpfen! Wegen Ableben trösten? Gemein. Kämpfen! Leute! Es geht ab. Es geht ab. Spannende Musik. Sie startet jetzt.
Jerome und Felicia. Jerome wird in den ersten Kampf verwickelt. Oh, 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 oh. Wir haben Free einfach mit in den Kampf reingezogen, obwohl es gar nichts dafür kann. Felicia hat leider verloren und Jerome ist weiter. Felicia ist raus. Einmal trauern für Felicia. Felicia, schön, dass du mitgemacht hast. Wir haben uns sehr gefreut. Du warst eine tolle Mitspielerin. Bis bald. Wir wollen das Huhn sehen. Goodbye, Felicia. Hä? Einfach umgefallen. Zack, weg. Felicia. Chris kommt einfach da aus dem Busch. Was ist das für ein Zustand? Haben wir das gesehen? Er kommt einfach so. Hallo? Goodbye, Felicia. Es tut mir leid, Felicia. Ich werde jetzt essen, schau danach aber wieder rein. Euch so lange viel Spaß. Dir auch einen wunderschönen Abend noch, beziehungsweise lass es dir sehr gut schmecken, Sunshine. RIP! Tut mir leid, Felicia. Lüge! Wild. Wild, Leute, wild. Ich brauche Zahlen. Ich brauche Zahlen. Wir haben nur noch 15 Sims. Ich hab geheult. Sid 2. Neun. Mhm. 15. 7. 9. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Black Marquis. Gegen. Ich brauch noch eine Zahl. Sieben. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ja. Brezel Brie gegen Black Maki. Black Maki, Brezel Brie, eine Zahl zwischen 1 und 12, bitte. Muss jetzt für eine Prüfung üben, komme dann später wieder. Viel Glück an den Rest noch. Vielen Dank, Jule, und viel Erfolg beim Üben. 11. Ich hab geweint, versprochen. Tischtennis. Es ist wieder das Tischtennis-Match. Saftpong spielen gegen... Sie hat keinen Bock, gegen Brie zu spielen. Saftpong spielen gegen... Hat auch keinen Bock, gegen Black Market zu spielen. Wo ist sie denn? Oh mein Gott, sie heult. Wegen Nixi. Oh. Geh mal hin und tröste wegen Ableben. Diese wunderschönen Bilder einfach. Sit. Uff, hier war die Mitte. Black Maki, chill mal deine Base. Wir werden alle sterben. Ah ja. Saftpong spielen gegen Black Maki. Auf geht's, ab geht's! Ich hol weiter. Wollen wir die Bedürfnisse nochmal füllen oder wie sieht's aus? Warum geht eigentlich keiner ins in Ding? 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5,
So, Liv, du weißt, was du machen kannst. Du kannst jetzt hier mal in die Sterne gucken. Liv, guck mal in die Sterne. Hallo, bin zurück, Lene. BB, schön, dass du wieder da bist. Hi, hi. Schön, dass du wieder da bist. Ich würde sagen, wir füllen nochmal die Bedürfnisse auf. Aber das ist jetzt das letzte Mal, oder? Vielleicht dann nochmal, wenn wir nur noch 8 haben. Füllen. Okay, auf geht's. Es geht los. Es geht los. Prince of Rewift das erste Mal. Und es ist daneben. Black Maki ist dran. Easy, trifft sie den Becher. Gar kein Problem. Black Maki geht in Führung. Habt ihr Abstimmung verpasst? Brezebri holt auf. Maki ist gleich wieder dran. Sie muss erst austrinken und dann wirft sie. Und? Easy, gar kein Problem. Sie trifft schon wieder, hat anscheinend Übung. Habt ihr Abstimmung verpasst? Oh no, gibt es die Abstimmung überhaupt? Habt ihr die Abstimmung überhaupt schon gemacht? Chris, Leandra? Habt ihr die Abstimmung überhaupt gemacht? Ja, okay. Dann ist gut. Ja, natürlich. Okay. Hab's nicht gesehen. Oh. Und er hat verpasst. Er hat's daneben geworfen. Oh no, er hat daneben geworfen. Jetzt ist Black Maki dran. Holt sie sich den Matchball? Sie holt den Matchball. Es ist nur noch ein Becher übrig. Jetzt ist die Frage, schafft sie es mit dem nächsten Wurf? Oder holt Brezelbri jetzt einfach auf, weil Black Maki die nächsten versammelt? Das ist die Frage. Und daneben! Brezelbri hat schon wieder daneben geworfen. Schon wieder daneben. Wild. Und sie versammelt es. Sie versammelt den letzten Wurf. Matchball für Black Maki. Sie weint einfach, während sie den Ball verloren hat. Oh no. Brezebri, kann sie... Den Angeber. Der wurde jetzt gemacht. Mhm. Jetzt ist nur noch ein Becher Unterschied. Holt Black Maki jetzt den Gewinn? Holt sie den Gewinn oder gewinnt Brezebri. Es war uns eine Ehre. Aber du hast jetzt leider verloren. Black Maki ist weiter. Habt ihr richtig abgestimmt, ja? 1600. Aber der Move war geil, ja. Brezelbri. Es war uns eine Ehre. Vielen Dank fürs Dabeisein. Der letzte Weg wird jetzt der sein, dass, was wird passieren? Was passiert? Plus 64, sehr schön. Wir machen den Meteorit, wir gucken, was passiert, wenn der Meteorit kommt. Es passiert. Wir haben ein Problem. Wird jeden Moment durch einen riesengroßer, tatsächlich eingeschlagen, ein riesengroßer Ping-Pong-Ball hat die arme Brezelbri erwischt. Goodbye. Danke fürs Mitmachen, Brezelbri. Vielen Dank. Es war uns eine Ehre. Sind es schon wieder da? Sind heute bei jedem? Sie kommt immer sofort angerannt. Hallo! Da liegt der Ball, der Schwarze, ja. Ich weine um jeden Sinn, um jeden. Ableben durch Erfrieren. Oh no! Kommt davon, Mädel. Ich hab gesagt, die Nieren müssen bedeckt sein. Da geht's los. Wenn die Nieren nicht bedeckt sind, dann geht es los. Zeuge von Ableben sein. Ja. Wodurch bin ich gestorben? Weiß nicht, was
Tommy weiß es auch nicht mehr, Felicia. Kann ich dir jetzt leider nicht beantworten. Habt ihr alle Sims von dem Hashtag verwendet? Ja, Lena, haben wir. Alle sind dabei. Und da bist du. Kann man mit dem Meteorit was machen? Ich glaube nicht. Nee. Beim Putzen helfen. Nee, kann man leider nicht machen. Beziehungsweise man kann leider nichts machen. So, das würde ich sagen. Ja. Beim Putzen helfen, lol. Stimmt. Du bist dabei, Lede. Und du bist sogar noch dabei, ja? Muss man dazu sagen. Ich würde sagen, wir machen wieder Zufall. Ich stecke ihn in die Tasche. Wie viele haben wir jetzt? 15, gell? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sogar nur noch. 14. Es ist die 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Sid! Sid und? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die Sid! Und die 7. Dann ist es, wenn wir wieder von der Seite gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieder Black Maki und Sid. 9! Eine Zahl zwischen 1 und 12, Leute. Schon wieder. Schon wieder. Sie weint schon wieder. Death trauern. Oh. 4. Okay, dann nehmen wir die 4. Ja, ist cool. Hatten wir. Oh Gott. Ja, da hat sich Black Maki ja davon gedrückt. Sim herausfordern. Nehme ich bitte nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Hä? Nein, stopp. Spiel mit. Hä? Black Maki und Sid. Über Interessen sprechen. Geh einfach mal hin und rede mal kurz mit ihr. Wäre eine gute Idee. Julian, ich war noch nicht. Ja, ich liebe Fußball. Bin klar im Vorteil. Tja. Reden Sie jetzt? Nee. Wegen Ableben trösten. Sie trösten sich halt immer. Süß. No. Und jetzt herausfordern. Woo. Wo ist sie? Da. Sid gegen Black Maki im Tischfußball. Jetzt geht's los. Los, komm, zocken. Los geht's, auf geht's, ab geht's. Du, du, du. Machen Sie es auch. Plaudern. Sie drückt sich schon wieder. Sie will einfach nicht Tischfußball spielen, ne? Sie will's nicht. Sie möchte das nicht tun. Los, Leute, los. Die haben sich voll angebaut. Was ist sicher das Wort? Was ist das Wort? Los? Nee. Mm-mm. Los ist nicht das Wort. Eins fehlt tatsächlich noch, aber es ist echt komisch, es einzubauen. Und es geht wieder los. Es geht wieder los. Das panische Hin- und Herschießen geht wieder ab. Leute. Go Sid, go Sid! Es geht los. Wer wird gewinnen? Das ist hier die Frage. Wer gewinnt? 10-0. Wo hast du das erkannt? Hä? Ach so, ich dachte, du hast das jetzt raus. Dir einfach so überlegt. Okay. Oh oh. Ja, war ein Witz, ja, habe ich dann auch verstanden. Und die sind alle immer treu, die komplette Haushalt ist immer treu. Es tut mir so leid. Es tut mir einfach leid. Wild. Einfach wild. Ich spiele mit Blau. Sid schlägt Black Maki 5 zu 2.
Fitch liegt Black Maki 5-2. Das bedeutet, Black Maki ist raus. Die Arme musste aber auch schon 4-mal oder so kämpfen. Richtig schlimm, richtig Pech auch. Schade. Einfach die, die am meisten kämpfen musste, hat jetzt verloren. Und durch den Hintergrund wirst du am Nagerwutfieber von uns gehen. Black Maki, komm gut rüber auf die andere Seite. Wie wäre das, wenn Sims noch gegeneinander kämpfen, die noch nie was gemacht haben? Ja, eine Möglichkeit. Bye bye. Rip. Rip. Black Maki. Von Sid kommt wieder und heult schon wieder. Sid so. Ah, no. Nieb. Nieb. Wir sind jetzt bei der Hälfte, oder? Wie viel waren wir jetzt gerade? Guck, ich war ein Jahr schon wieder. Schon wieder. 14, jetzt sind wir bei 13. Ehrenfrau. So schnell kann es gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13, ja, 13. 13 sind wir jetzt. Und mit dem Tod von Black Maki kommen wir jetzt in die Pause rein, würde ich sagen, Leute. Wir machen jetzt eine kleine Pause und dann um 19 Uhr geht's weiter. Um 19 Uhr geht's dann weiter. Ja. Kleine Pause. Du, 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 du. Ja. Oder wollen wir noch eins machen? Wie wollt ihr? Wollt ihr noch eins machen? Sid, ich bin so stolz auf dich! Wollen wir noch eins machen oder sagen wir, wir gehen jetzt in die Pause? Noch eins. Damit es wieder gerade ist. Was machen wir? Jetzt sind in 30 Minuten Pause. 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 Ich hole mir jetzt was zu trinken. Solche Dinge. Denn ich habe nichts mehr. Mein Rachen ist schon ganz trocken, meine Liebe. Und Part 2 von Nicht-Lachen-Challenge. Ganz genau. So, eine habt ihr noch gesagt, wollt ihr noch machen? Wäre mal für Sims, die noch nicht dran waren. Ja! Das ist aber halt dann gemein, das da, weil das ist, nee, kann man nicht machen. Geht nicht. Geht nicht. Wir nehmen die 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Einmal ich. Gegen. Die 8. Wir haben auf der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gegen Chris. Woo! Das Fancy. Das ist ein Fancy Fight. Das ist ein Fancy Fight. Und dann machen wir heute unsere spannende Musik an, Leute. Das ist doch eine super Sache. Okay, was machen wir? Komm, wir... Dart. Dart gab es noch gar nicht. Komm, wir machen Dart. Spielen mit... Chris kenne ich nicht. Das ist doof. Oder? Konnte man mit mir? Ich bin einfach ultra sad. Wegen Ablöwen trösten. Ja. Nee, nee. Nee, nee. So, getröstet. Und jetzt geht's um Leben oder Tod. Auf geht's. Leute. Janine, ich glaube an dich. Ich nicht. Keine gute Idee. 3000 für Nini. Nee, der. Keine gute Idee, Leute. Keine gute Idee. Chris hat einfach geübt. Ich sag's euch. Schau, fällt schon direkt runter. Er fällt schon direkt runter hier. Hinten einfach direkt Chris erstochen. Nach hinten geworfen. Und dann so, upsie.
War keine Absicht, so. Und schon wieder. Oh Gott, oh Gott. Du. Ich glaube auch an dich. Ich nicht, Leute. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Chris ist dran. Chris ist schon einfach der richtige Könner jetzt. Schaut ihr es? Er ist schon richtig am Auschecken. Wie werfe ich am besten? Und er trifft. Er trifft. Daumen hoch. Daumen hoch. Drop ball. 5 Punkte gegen 0 oder was? Ist nicht in Ordnung. Nicht in Ordnung, Chris. Nicht in Ordnung. Nico kommt, muss die ganze Sache jetzt kontrollieren, ob das jetzt auch richtig geht, ja, ohne zu schummeln. Ist das auch okay so? Ein Punkt. Ich habe aufgeholt. Ein Punkt. Und? Oh, auch richtig kacki, Leute. 3 Punkte. Menschikabula, bippidi-babidi-bu. Füg sie zusammen und mach was daraus. Bippidi-babidi-bippidi-babidi-bippidi-babidi aus. Hallo Katie, schön, dass du wieder da bist. Und? Chris, ich bin dafür, dass du jetzt einfach aufgibst. Kannst du dich jetzt umdrehen und gehen, einfach so? Kannst du jetzt quitten? Das wäre cool. Danke fürs Auslernen, Dra. Komm, Janine. Chris spielt ja nicht mal weiter. Chris spielt nicht weiter. Chris, du bist immer noch dran. Janinchen Bienchen, lost. Janinchen Bienchen verliert, Leute. Keine gute Idee, auf mich zu setzen. Es war keine gute Idee. Oh, das war fast mein Fuß, Chris, ne? War fast mein Fuß. Nicht in Ordnung von dir. Fast war es mein Fuß. Fast. Oh, er hat noch einen getroffen. Er hat einfach noch einen getroffen. Einen Punkt hat er noch geholt. Sag mal, Chris. Mhm. Einfach in mein Füßchen wollte er den Dart reinwerfen. Nicht in Ordnung. Und? Oh, ein Punkt immerhin. Einen Punkt haben wir geholt. Komm, triff mal besser. Oh, wieder nur ein Punkt. Was? Oh, wir haben ihn überholt! Wir haben ihn überholt! Jetzt geht's los. Also bitte, Chris ist wieder dran. Oh. Chris ist wieder dran und? Ah, einen Punkt hat er geholt. Er hat einen Punkt geholt, oh no! Spannend. Ah, er hat aufgeholt. Gleichstand und? Verworfen! Er hat verworfen! Jetzt die Frage, geht's jetzt noch weiter oder ist jetzt einfach unentschieden? Es ist... Also nachdem da steht, Janine hat geschlagen, also habe ich ja gewonnen, oder? Ihr habt gewonnen, oder? What? Ich würde sagen, nachdem da nur mein Name steht, habe ich gewonnen. Also würde sagen, Chris, du bist raus. Nein, das ist nicht kämpfen. Da steht, steht, dass ich gewonnen habe. Siehst du? Ich feuer dich an, Janine, auch wenn ich jetzt wieder gegangen bin. Ja. Was? Hä? Aber, ja, ist schon so, oder? Oder was sagt ihr? Ja, ist ja. Es steht ja nicht Christa. Gerechtigkeit für Clara? Also sagen wir Goodbye zu Chris, ja? Okay. Dann ist Goodbye. Ja, das ist unentschieden. Aber es steht ja...
dass ich mich geschlagen habe. Also ich habe ja gewonnen, also steht ja da. Das ist jetzt die Frage. Es steht ja nicht Chris da. Also was sollen wir jetzt machen? Ist halt ein Bug vom Spiel. Naja, wenn ihr unbedingt wollt, wollt ihr kämpfen, yay oder nay? Kämpfen, yay oder nay? Das ist jetzt die Frage, Leute. Ist unentschieden. Fight. Ja. Wie ihr wollt. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Mir ist es egal. Ja, mir auch. Wir wollen was sehen. Ihr seht genug. Ihr seht hier genug. Also es ist ja einfach ein wildes Gemetzel. Abstimmen. Ach nee, komm. Sonst heulen die zu laut. Ich bin der Meinung, du hast gewonnen. Ja, weil du dann die Punkte kriegst, ha? Ja, es ist 8-8, aber es steht halt nicht da. Ist ja egal. Dann kämpfen wir halt. Gemein. Schön ihm befehlen zu putzen, Chris. Ist das okay von dir? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach nicht okay, was du hier machst, ja? Chris greift mich jetzt an. Hinterrücks. Greift er mich an? Er greift mich hinterrücks an. Ist das in Ordnung? Ich glaube ja nicht. Chris will nicht kämpfen. Guck mal, der gibt es sogar auf. So, nochmal. Kämpfen! Geh jetzt! Kämpfen! Was für ein Spiel! Janine hat Janine mit 8-8 geschlagen. Super Sache. Ja, natürlich. Auf geht's! Let's fetz! Los, Leute, los! Einfach im Schwitzkasten. Guck mal, wie gemein er ist. Let's fetz, so ist es. Nico so. Ja, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab dir auf die Nase gehauen, Chris. Raus bist du jetzt. Raus bist du. Oh mein Gott, wie süß. Fuss ist so. No. Chris, das war's. Es tut mir sehr leid. Mir sehr leid. Das war's. Das war's. Chris, es war schön, dass du mitgemacht hast. Ja, also ich bin für die Mutterpflanze. Wir schauen mal, wie das funktioniert. Sonne, okay, Sonne, okay. Ableben durch Sonne. Stimmt, weil die immer zu warm ist. Hat ins Grat gebissen, weil er zu lange in der Sonne ausgesetzt war. Oh, 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 oh. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 Chris. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ja, komm rein und du killst jemanden. Ja, Paulina, so ist das. Tut mir leid, Chris. Es war wunderschön mit dir. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, Chris. Du warst ein starker Mitspieler. Du hast es sogar schon mal gewonnen. Hast ja ein Match gewonnen, oder? Ja, hast du. Gegen Clara. Es war wild. Es war wild. Wo ist der Sensenmann? Da ist er. Der Sensenmann kommt. Und nimmt dich mit. Und das alles nur, weil du dir gedacht hast, bei dem Wetter einfach einen Weihnachtspulli anziehen zu müssen. Julia, einfach da in ihrem Hotdog-Kostüm, was ist denn da los? Stirbt in einer Heldentat. Chris ist familienbewusst, das freut uns. Dam, 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 dam. Sim-Sibine sind viel Frost. Süß! Okay! Ja, wer hat den wohl gewählt? Wir gehen jetzt rüber in die Pause.